Aber du hast das letztens schon mal gesagt, Late Night Stream, und dann warst du gar nicht da. Das heißt, dieses Mal sagst du auch Late Night Stream und dann kommst du gar nicht. Safe Call. 16 Nachrichten auf Kalle, Alter. Irrens, was machst du dann? Willst du Kündigung oder was? Was? Ich habe das Bild nur vernünftig gemacht, Junge. Ich habe dich nicht hier geholt, dass du hier irgendwelche Dinge kaputt machst. Ne? Ich bin nahe der dafür irgendwie bezahlen muss. Ja, das hing nur schief, Junge. Beruhig dich. Immer tief durch die Hose atmen. Willst du eine Hühnchen-Nugget hier? Ich gebe dich eins ab. Gerne. Dann komm mal mit, ich zeig dich heute, was du hier also verzapft hast, die ganze Zeit, ne? Ja, oder du kriegst, dass du mich ins mitgenommen hast. Ganze Zeit muss ich nämlich hier alleine den Kopf hinhalten für die Kacke, die du hier am Verzapfen bist. So, jetzt können die dich mal selber sagen, was du für ein Vogel bist. Gegens, da passe ich nämlich auch hin. Ja, nee, ist klar. Das ist eine Turbo-Ditzel. Einfach noch größer ging nicht, oder was? Das ist ein Bauamt. Ich muss ja auch irgendwie so tun, als würde ich auch Materialien transportieren. Ne? Wenn ich in eine Porsche fahre, da glaubt mir keiner, dass ich hier irgendwie eine Bauarbeit mache. Mach ich auch nicht. Du bist doch sowieso kein Essens, den Gebruch hier sind. Pass mal auf. Du bist doch nur am Essen. Nur weil ich einen Vorbau habe. Heißt das nicht, dass ich nicht anpacken kann. Da kannst du mich statt hier uns bei dem nächsten Projekt zeigen, wie du anpacken kannst. Da kannst du mich anstatt mal an die Füße lecken, Junge, ja. Du bist der, der arbeiten muss. Ich habe eine Zeit schon hinter mir. Gucken wir mal, was jetzt hier, wer der Baustelle bezahlt. Ne? Denn die wollen, glaube ich, wollen ja nichts bezahlen. Weil die gesagt haben, die machen eine Storno. Ich habe ja gesagt, ja, die Storno-Kosten sind 2,1 Millionen Dollar. So viel Mühe haben wir da auch reingesteckt, ne? Oh, was ist ja. Denn da? Ist so einer da. Warum sitzen die bei uns auf die Baustelle? Da sitzt sie wohl super damit. Eigentlich nicht gesehen. Weil da hast du schon so ein großes Auto und siehst trotzdem nichts so schnell. Ich glaube, geht los. Sind ja viel Zoll. Hör uns mal, was ist das dann? Ich sehe irgendwie Alter, 20 ja Mark. Hör uns mal, Gingers, wenn ihr hier auf der Baustelle rumsitzt, ne, kriegt ihr gleich eine Bauarbeiterstelle, die sich hier waschen hat. Wollt ihr mich verarschen? Das ist gefährlich, das ist ja kein Gingerspielplatz. Oh, Entschuldigung. Hey. Was macht das ihr? Ja, Zeug. Keine Ahnung, was der will. Darin's. Ja, ich wusste ja nicht, dass das hier in Amerika auch Karneval geht. Wo ist dann der Festumzug, Jungs? Der weiß, also, wir sind wer alle Scheiche, du? Mal ein bisschen Respekt ja, hier. Alle Steiche, ich schieb dich gleich in der Bauarbeiterstelle, du Scheiche. Ich glaube, ich sehe nicht richtig. Kann dich gleich mal ein bisschen mit Kamelle beschmeißen, du Vogel. Ja, dann können wir uns ganz gleich Kamelle hoch oder schmeißen. Ja, Heini. Hallo. Ich wusste ja nicht, dass wir Karneval lernen. Hallo, Polizistin. Also Karneval, die sind alle Zeichen. Ja, pass auf, du musst dann lass ihn mal zuerst. Die wollen hier wahrscheinlich was von der Polizei. Wir sind danach. Ja, ja. Komm, wir schauen mal zu. Was ja, kicke mal. Halt. Hast du noch hier so irgendwie den Chicken Nugget oder so hier drin? Ja, hier auch. Kannst du eine Chicken ja, Nugget abholen. Einmal mitkommen, bitte. Ja, schön, dass es diesmal funktioniert, ne? Was aber funktioniert? Wir nicht Wasser an Hals verstanden, sondern Wasser an Stall. Ja, genau, ja. Umzingeln. Gar nicht erst dran denken. Singelt den Adler. Ammerhart, willst du einen Platzverweis? Nee, du weißt ja gar nicht, wer ich bin. Und jetzt dran schnuppern. Als ob ich dein Gesicht nicht kenne. Wir haben uns gerade vor 5 Minuten unterhalten. Passiert hier irgendwelche Scheiße jetzt, ja? Dann hast du einen Platzverweis für die nächsten 2 Tage von hier. Das kommt nicht in die Tüte. Kein Problem. Das kommt in die Tüte. Trau er sich nicht. Das kommt nicht in die Tüte. Die Tüte wird ausgequetscht und ausgezutscht. Da kommt nichts in die Tüte. Gut. Danke. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Ja, Daumen hoch. Ja, gleichfalls. Ist der Daumen oben, wird man dich nicht loben. Ja, okay, nein. Ihnen noch einen schönen Tag. Da fahren die mal. Da gibt es noch was für Schönes. Tschüss. Wiedersehen. Alle in den Maybach. Tschüss, Herr Officer Polizei. Tschüss. Grüß dich, Chef. Wiedersehen. Gut, wie kann man Ihnen weiterhelfen? Ja, ich weiß es nicht. Also, passen Sie auf. Wir hängen hier an der Baustelle aufgebaut. Ja, richtig. Ja, also eigentlich steht das um den 27 Meter Geschützturm. Mhm. Jetzt ist allerdings so gewesen, dass der Inge Vogel, der gesagt hat, ich soll einen Geschützturm bauen, der war mir was am Verzellen von, dass das ja teuer ist und ich weiß nicht was und dass der das vielleicht ja irgendwie ja nicht mehr haben will. Und jetzt sind wir hier, um und abzuklären. Ich habe zum Beispiel eine SMS gekriegt,
von einem, der sagt, ich meine Stornierung von einem Bauprojekt. Aber der hat ja keinen Namen drin geschrieben. Okay. Hier wegen dem Geschützturm oder wie? Ja, richtig. Der hatte, haben Sie da mal eine Nummer für mich? Ja, warten. Jetzt dann muss ich gucken. Ganz kurz mal nachvollziehen. Viele Telefonnummern hier. Hier, der schrieb, der Auftrag wird hiermit storniert. Und dann eine neue Nachricht. Eine Viertelstunde später. Naja, nicht. Ist ja egal. Gemeint ist der Auftrag beim PD. Das Ding ist, ich habe ja auch vielere Aufträge. Ne? Also ich weiß ja jetzt auch nicht welche. Ja. Wusste denn der Herr Dörpin, auf welche Kosten sich der Auftrag belauft? Ja, sicher. Ob das offiziell war oder nicht. Der Typ geht zum Bauamt und sagt, ich beantrage einen Turm. Dann sind wir vom Bauamt diejenigen. Aber so hat das ja nicht gesagt, Herr Müller. Und ich sind kann Sie dabei sagen, gewesen? Aber ich vertraue auf das Wort von meinem Freund. Ah, gut, und ich sag, der tut Lügen. Ich kann Ihnen sagen, der Herr Dörpel macht sich, seitdem wir die Baustelle hier jetzt schon haben, sehr, sehr viele Gedanken darüber. Und er ist wirklich fertig mit den Nerven. Ja, das ist ja jetzt auch nicht mein Problem. Da soll er sich einen Psychologen suchen. Natürlich ist es irgendwo schon Ihr Problem, weil... Na, irgendwie nicht. So kommen Sie ja auch nicht an Ihr Geld. Ich finde, ich kriege mein Geld so oder so. Aber, Herr Müller. Da glaube ich aber für Sie mit, wir sind das Bauamt und kein Kasperverein. Wir arbeiten mit der Maisbank zusammen, da gibt es eine Kontenfindung und selbst wenn der Null hat, dann wacht er auf und hat der 2,1 Millionen Minus auf dem Konto. Und was ist, wenn der Herr Dörfer nicht bei der Maisbank oder bei der Fleecer Bank ist? Interessiert mich auch nicht. Das ist auch kein Problem, bei denen finden wir auch. Wir werden dann natürlich mit dem Kollegen nochmal Rücksprache halten und Sie werden dann nochmal Informationen geben. Er hat jetzt eine SMS von mir. Gut. Wir müssen dann natürlich hier, ich meine, der Zement ist kurz vorm Ablaufen. Wir werden dann natürlich hier eine Auktion machen hier. Machen Sie das. Ansonsten, falls Sie das nicht mehr schnell genug hinkriegen, vielleicht spenden Sie ein bisschen was irgendwie. Es gibt Leute, die werden sich darüber freuen. Sehe ich aus wie der Wohlfahrt. Ja, aber Sie werden ja wahrscheinlich keinen abgelaufenen Zement benutzen, oder Herr Müller? Wollen Sie eine Betonmischer kaufen? Nee. 20.000, das ist Ihrer. Nee, danke. Jürgens, Schätzchen, was meinst du eigentlich, was ich verdiene hier bei dem Galle? Gut, dann werden wir erstmal weiter jetzt zu den anderen Baustellen und wir melden uns. Alles klar. Alles klar. Gut, dann macht das gut, ich mache das besser. Schönen Abend. Gut, ja. Fahren wir da mal hier. Weißt du, wo das ist? Ja, der sagt bei dem Motorradhändler, wo der ist, weiß ich. Ich bin auch gerade ein bisschen sauer auf dich, ne? Wegen was? Ja, du hast mich immer verzeiht, du fährst so eine kleine Twingo, du kannst dich nichts Größeres leisten und dann fährst du hier mit so einer Protzkarre rum. Ja, da lang ich abgezwackt von der Bauauftreichung. Er sagt, bezahlt die Geld und gibst du mir so ein Fahrzeug. Ich hätte mir so ein Fahrzeug gegeben. Ich will mich verarschen. Was ist das dann? Ich will mich doch verarschen. Ich glaube, geht los. Mach der Motor aus. Warte, ich war gestern. Ja, ich schon nicht. Gucken Sie mal, wie hässlich das ist. Wenn ich das gebaut hätte, dann sieht das aber anders aus. Du baust sowieso ja nichts. Ich baue das, wenn. Ja, da muss ich gegen dich sein. Der blöd am Parzelle ist. Guten Tag. Du bist der Barton. Richtig. Gut. Ja, dann erzähl mich mal, du Vogel. Du hast jetzt hier nicht mit deinem privaten Bauunternehmen, also nicht ohne eine Baugenehmigung, ein Auto ausgebaut. Also so ganz korrekt ist das nicht. Ich habe die Pläne beim Gewerbeamt vorgelegt. Die meinten, ja, das geht so, das können sie bauen. Also haben sie eine Empfehlung für mich. Die haben mich an so ein osteuropäisches Bauunternehmen bewiesen. Und die mit einem osteuropäischen Bauunternehmen. Pass mal auf. Ob sie doof sind. Natürlich musst du, wenn du eine Gewerbe machst, zum Gewerbeamt. Und natürlich müssen die dich auch bestätigen, ob du, was du im Zuge deines Gewerbes machen darfst und was du nicht machen darfst. Und wenn die sagen, darf ich, oder du die fragst, darf ich das bauen? Und die erzählen dir, du darfst das bauen. Dann gibt das dir das Recht, dass du eine Baugenehmigung dafür beantragen kannst. Wenn du mit deiner Baugenehmigung was baust und du hast nicht das okay vom Gewerbeamt, dann darfst du das auch nicht bauen. Aber du hast was bauen lassen von einem externen Bauunternehmen ohne eine Baugenehmigung. Ich habe gefragt, ob das möglich ist. Ich würde vorschlagen, dünnes Wiki kann uns das erstmal, um erstmal hierher drüber zu werden, was hier los ist. Ja. Wenn wir uns sonst kicken, was das osteuropäische Unternehmen gemacht hat. Wissen Sie eigentlich, dass die osteuropäischen Unternehmen nie richtige Materialien benutzen für den Beton? Dünnes. Was ist das? Mach dich mal so eine Lampe daraus.
und guck dich mal die Verkabelung an. Ja, warte. Mal gucken, ob das richtig gemacht ist. Also Sie müssen wissen, die Verkabelung von den Lampen habe ich im Diaum nicht die Osteuropäer gemacht, das habe ich von einem ansässigen Elektroniker machen lassen. Ich lobe Ihnen kein Wort. Wir müssen leider kurz eine Lampe ausbauen und das mal ankicken. Ja. Da darfst du doch gerne eine Parzelle. So, gut, kick dich da ins Arm. Moment. So, die haben die scheiß Klemme hier, haben die mit dem falschen Kabel befestigt. Außerdem, die Klemmen sind ja nicht zulässig hier. Nee, das sind diese zwei Polien. Das sind europäische Klemmen. Die kannst du ja nicht verwenden hier. Nee. Schreib das mal mit auf die Liste. Das wird teuer, Wachtern. Und wie hat das denn? Die haben hier einfach die Tapete, haben die hier auf. Komm, ich sag nichts mehr. Ne? Ach du Scheiße. Einfach die Tapete auf dem Regipsi klatscht. Das ist. Kalle, kick dich dann ins Arm über die Tür, was da für eine große Schlitz ist. Dann sind wir Herr Wachtern, wie viel haben sie dafür bezahlt? Scheinbar zu viel. Ja, anscheinend schon. Ach du Scheiße. Wer kam denn hier zum Laminat verlegen? Ja, das habe ich auch schon gesehen nach der Bauabnahme, aber irgendwie. Und kick dich uns noch ins die Decke an, kick ins Gekommen und schief da das wieder ist. Jetzt ist das hier gut beleuchtet. Ja, so wie auf der anderen Seite mit. Ich weiß nicht, wie viele Leute da sind gekommen. Aber gegen die Fuge. Ja, das also. Wird das willen. Das ist ja auch alles versetzt. Oh, ja, das Willen. Schreibst du das mit? Ne? Ja, natürlich. Oh, wei. Kick die Stadt in C an. Oh, wei. Wieder über die Tür. Der Spalt. Das ist ja nicht versiegelt. Und dann genauso. Ja, ja. Da ist dann nicht mal eine Besen unten dran, oder was? Um Gottes Willen. Dann ist gegen die Stadt mal. Das ist neu eingestellt, ne? Und die ganze Felgen da drin. Und was, ne? Das ist ja nicht an der Wand angeschraubt. Ja, doch, doch. Das ist nicht angeschraubt, aber das ist. Ich weiß nicht, warum die das in Osteuropa so machen, aber das ist ein Meter mit einbuttoniert ins Fundament. Also die Regale kriege ich dann niemals wieder weg. Schreibst du das mal auf, Regal ist mit einbetoniert. Ja. So, und willst du mich verarschen? Da ist an der Klimagerät. Das hängt viel zu tief. Außerdem muss das nach außen und nach innen. Ich wollte gerade sagen. Da hat er allerdings recht. Pardon, das ist ein Außengerät für eine Klimaanlage. Haben die Osteuropäer sich ja bewährt. Sie haben eine Klimaanlage, ein Außengerät, innen. Jetzt muss ich dann sagen, mir ist durchaus bewusst, dass das ein Außengerät ist. Ja, das ist mir aber noch nicht aufgefallen. Also das Gerät an sich nicht. Oh ja. Und dann die Gabel ohne Isolierung, ohne irgendwas, alles durch den Beton. Kick dich da an. Weiß noch nicht, denn irgendwie Mineralwolle oder so. Ja, aber wer ist denn so doof und macht dann aus in die Redner innen? Die Osteuropäer, du kennst das doch. Aber eine regelmäßige Wartung ist teuer, ich weiß nicht, ob sie sich dann leisten können. Was kostet denn so eine regelmäßige Wartung? Jo, na, das kommt natürlich auch immer ein bisschen drauf an, was gerade ansteht bei der Wartung. Ne? Schon wenn eine Elektronik kaputt gegangen ist und da können sie dann aussehen, dass ihnen Lampen kaputtieren werden und was gerade die in dem Boden sind. Da müssen sie natürlich auch die Materialkosten bezahlen und die Arbeitskosten von dem, der das einbaut. Ne? Okay, wenn ich sage, dass ich das gerne monatlich zu dem Fixpreis bezahlen möchte. Was kostet das? Oh, da muss ich ja mal Taschenrechner nehmen. So, aber Fixpreis, Arbeitskosten, Material, mein Gott. 2,9 Millionen Dollar die Woche. Die Woche. Und wie viel verdienen Sie dann da dran? 2,8 Millionen die Woche. Okay. Darunter muss man aber noch berücksichtigen, dass ich ja auch noch Gehalt von den 2,8 Millionen dann krieg, ne? Und ich muss 36 Kinder noch bezahlen. Das ist richtig. Ey, gut. Er hat sich 36 Kinder gekauft im Ausland. Wir können uns dann auch bestimmt einig werden. Ich habe gesehen, was ich für ein Auto fahre. Sind Sie damit zufrieden? Nee. Was stellen Sie sich denn eigentlich mehr so vor für ein Auto? Na, was, wo mein Bugring passt. Irgendwas. Ja, das irgendwas, was dann. Macht uns mal. Galle, ich hab was für dich. Moment. Also soll das eher geländegängig sein oder eher luxuriös? Das Ding ist dünn, ist, wenn wir von dem Auto in ein Auto nehmen, wegen der Wartung. Das ist halt so was Ähnliches wie eine Bestechung. Ja, das ist richtig. Das ist ja das, was ich eben gesagt habe, vor der Tür.
Das können wir nicht machen. Eigentlich müssen wir abreißen. Eigentlich müssen wir abreißen. Der Barber ist bestellt. Ich will sie nicht bestechen. Ich will mit dem Auto teilweise die monatlichen Wartungskosten bezahlen. Das ist ein Unterschied zu der Bestechung. Wir könnten einen Leasingvertrag machen mit dem Auto und dann das verrechnen. Ja, richtig. Ja gut, wir finden einen Weg. Warte, ich schreibe mir auf. Da ist wieder klar, dass Kalle wieder alles kriegt und ich hier wieder leer aus. Da ist wieder klar. So, was halten Sie denn von dem hier rechts? Da steht trotzdem noch Opa drauf. Ja, gegen's mal dünn ist, er hat eine Ladefläche. Sehr gut motorisierte Modelle von der Marke Mercedes. Ah, das heißt, der Güter aus dem Quark. Haben Sie sowas auch eine Nummer kleiner? Sowas nicht direkt. Ich könnte du mich mal an der Schlüssel. Wir machen mal eine Probefahrt, dann kannst du schon mal was anderes holen, was du uns zeigen kannst. Da können wir machen eine Probefahrt. Ja, machen wir. Da wird so ein typisches Bauarbeiterauto, ne? So eine schöne E-Klasse. Aber ich weiß nicht, ob das was für dich ist. Der sieht aus wie ein Bus. Und irgendwie habe ich mir den hier räumiger vorgestellt von innen. Ja. Die ganzen unsere Arme berühren sich fast. Ja, hab ich gerade hier Sinn. Jo, ich gebe Ihnen erstmal den Schlüssel wieder. Wenn ich das Auto an irgendwen verkaufen würde, würde das 110.000 kosten. Nee, dann nehme ich das nicht. Ich kriege ja kein Geld mehr von dem. Okay. Da fahre ich zwar ein schönes Auto, aber habe keine 36. Okay, pass auf. Da kostet 110.000. Ja, jetzt gibt den Milchmädchenrechnung wieder, wa? Dingsmann, wenn du mich jeden Tag, wenn wir einen Vertrag machen, dass ich dich jeden Tag $1 abziehe, dann hast du das noch nicht abbezahlt, wenn du tot bist. Aber du hast 36 Kinder und die haben auch noch Kinder. Die erben die Schulden. Ja gut, warte nach, mir passiert es mir eh. Ja gut, dann machen wir das. Na siehst du. Ja gut. Dann lass dich die Papiere geben. Was ist denn Badensbachdorn mit dem Vertrag? Was ist denn mit der Versicherung und so weiter? Ja, die übernehme ich dann auch. Mach dich keine Gedanken, deine Kinder werden mir das bezahlen. Okay. So. Bin schön. So, jetzt habe meine 36 Kinder Schulden ja. Und dann machen wir eine Papierübergabe. Ne, ich meine dritte, machst einen Tag früher, küsse zurück. So, ich wünsche was, ne, mach gut, wir machen's besser. Tschüss, Bachton. Und, Bachton, ich hab noch einen Newton-Tipp für dich. Immer schön durch das Wissen.